So, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play zu Dead Space, dem Remake. Schwerelosigkeit aktiviert. Warnung. Zentrifuge offline. Generatormodul bitte manuell abbrechen. Ach, da unten ist irgendwas. Was? Hä? Die Dinger da oder was? Oh, shit. Da war doch irgendwas. Wer was wo? Haha, hast du gedacht, wa? Mein Blase. Nix ist. Haha. So. Können wir jetzt in Ruhe arbeiten? Was ist das da? Ah. Okay. Macht einen ganz schönen Krach, ne? Da! Was? Möchte stoppen? Das kann ich verlangsamen. Geht auch nicht? Oder war das jetzt gerade aus? Warte mal, einen Moment, ein bisschen vorschieben. Ah! Und jetzt stoppen? Und jetzt ranschieben? Ah, jetzt geht's. Okay, cool. Generatormodul angebracht. Das ja noch so ein Vieh. Irgendwo. Wo? Da ist es. Hallo? Wo ist es hin? Hä? Das war doch eben noch da. Wo bist du? Ah, hier. Haha. Hast du gedacht, Freund Blase? Nix ist. So, dasselbe Spiel nochmal. Also ein bisschen vorfahren. Stopp. Das Ding stoppen. Und rein. Ja, sehr gut. Bereich für Neustart der Zentrifuge räumen. So. Haben wir hier irgendwie so eine Bedientafel oder sowas? Bum, 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 bum. Ist das da hinten? Ah. Zentrifuge neu starten, ja bitte. Oh. Stehe ich da wieder. Zentrifuge aktiviert. Gleichgewicht mit tektonischer Ladung wiederherstellen. Wo muss ich denn hin? Ah, da lang. Okay, dann passt's ja. Dann tschüss. Was zündet die? Was? Was soll ich jetzt machen? Die Zentrifuge ist wieder online. Dann müssen wir jetzt nur noch die Triebwerke starten. Oh. Wo bin ich denn da reingelaufen? Upsi. Hoppla. Was war denn das? Augen auf, wenn man über die Straße läuft, ne? Das sind die Dinger da. Die Zentrifuge ist wieder online. Dann müssen wir jetzt nur noch die Triebwerke starten. Bereit? Ja, toll. Schnell da durch.
Oh Gott, ich lauf falsch. Oh Gott. Oh Gott, ich bin so tot. Hoppla. Der arme Kerl, ey. Zentrifuge ist wieder online. Dann müssen wir jetzt nur noch die Triebwerke starten. Bereit? Machen wir. Ich weiß zwar nicht wo, aber machen wir. Oh Scheiße, da sind ja noch Viecher. Oder waren Viecher? Lüll. Nein! Ich hab getrödelt. Nein. Mann, hier bin ich aber oft schaschlig, ey, in der Ecke. Huscht. Nochmal. Die Zentrifuge ist wieder online. Dann müssen wir jetzt nur noch die Triebwerke starten. Bereit? Na klar. Lauf. Oh, knapp. Lauf. Wo ist denn lang? Ist der wieder hoch? Sieht so aus. Boah, das klingt voll komisch im Ohr, ne? Wenn da kein Sauerstoff im Raum ist. Richtig ekelhaft. Okay, wir müssen hier lang. Da ist man ja froh, wenn das... Wenn man da heil rauskommt, ey. Wow! Alter! Ekelhaft! Was war das denn wieder, ey? Sehr nett. Okay. Was ist das hier? Die konnte jemals... Da waren doch die Viecher drin, ne? Am Anfang. Stimmt, das haben wir ja schon erledigt. Ja, bin da. Was ist da noch? Was ist hier Schönes? Gripperklingen, nehm mal her mit. Das war's? Ah, hier, Medipack. Medipack ist immer gut. Ja, gut. Die Welt war es jetzt nicht. Aber immerhin ein bisschen, ne? Man soll ja immer das nehmen, was man kriegt.
So. Dann. Zünde die Triebwerke manuell. Let's go. Ich denke mal, wir sind hier richtig, oder? Ja, sieht gut aus. Ich komme jetzt in den Maschinenraum, das ist doch gut. Wir speichern vorher nochmal schnell. Nicht, dass wir das nochmal alles machen müssen. Jawohl. Haben wir hier nicht einen Shop gehabt? Da vorne doch. Bisschen Kohle machen. Ich glaube, da haben wir wieder so ein, zwei Sachen, wo man verkaufen könnte. Schema eingereicht. Gegenstand ist jetzt zum Kauf verfügbar. Sehr gut. Abfallsucher. Okay. Da sind auch Sachen, die man gegen Credits verkaufen kann. Hier die Dinger. Weg mit. Weg mit. Ja, der Rest natürlich nicht. Das Makata-Upgrade. 11.000. Pulsgewehr-Upgrade. Ripper-Upgrade. Knoten. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Geld, ne? Und mit den paar Groschen kommen wir da nicht weit. Da müssen wir uns doch mal entscheiden, welche Waffe wir am liebsten... Also am liebsten mag ich natürlich die. Bisher. Schwerelosigkeit. Hammond, ich habe die Sicherheitsdateien geknackt. Die EC war hier nicht nur mit dem Abbau beschäftigt, ha? Was meinst du? Der Ausbruch begann in der Kolonie, nachdem die Abbauarbeiter ein Artefakt ausgegraben hatten. Irgendetwas Außerirdisches. Das ist unmöglich. Aber es würde erklären, warum der Zugang zu Aegis 7 verboten ist, oder? Befehl von Earthgov. Als die Bergleute das Artefakt fanden, klagten sie über Halluzinationen, Verfolgungswahn und Suizidgedanken. Aber die Ishimura nahm diesen Marker trotzdem an Bord, als hätte man es geplant. Warte, der Marker? Okay, Moment. Wo ist dieser Marker jetzt? Im Frachtraum. Fertig verpackt für die Auslieferung. Oh. Schön durchgemalt hier. So. Und wieder Abflug. Und einmal langsam. Dass ich da nicht zerhackt werde hier. Dankeschön. Und jetzt kommen wir auch hier durch. Und tschüssi. Alter, was war das für ein Krach? Lammwerfer. Oh, neue Waffe. Ui. Finden wir ja gar nicht gut, sowas. Warte mal, nimm mal auf die Taste legen hier.
Aktion ausrüsten. Zack. Eine Flammenwald mit der Leertaste, okay. Wo latsch ich denn da rum? Ist ja ekelhaft. In so einem Gewabbel. Ja, das ist schon wieder so ein Matschen. Dinger da oben, guck mal. Okay. Was haben wir hier vorne noch? Nix. Schlüssel 3, das habe ich schon lange nicht. Also Sicherheitsabfrage 3. Das ist nochmal so ein... Ach nee, das ist ein Feuerlöscher. Einfach nur so. Da ist noch was. Ich glaube, ich muss mit dem Aufzug runter, ne? Ja, jetzt gehen wir erstmal hier rein. Credits, immer gut. Plasma, ja, davon habe ich ja fast gar nichts mehr. Knoten, sehr gut. Und dein Audiolog. Logbuch des Maschinenraums. Mein letzter Eintrag. Hier ist Tempel. Ich kann niemanden über Ricklink erreichen. Mein Team ist back. Ich habe das Chinese-Modul gefunden, mit dem die Zentrifuge zerstört wurde. Ausgemahnt. Wer würde die Ishimura zu einem solchen Zeitpunkt sabotieren? Ich melde mich auf der Brücke, falls noch jemand da ist. Und dann suche ich Elizabeth, damit wir hier runterkommen. Okay. Meine Energie immer her damit. Sehr schön. Hier lang. Na, dann gehen wir erstmal hier rein. Erstmal Lucky Lucky. Oh, hier ist eine Bank, oder? Ja, sehr gut. Da können wir eh nur mehr Schaden machen. Wir haben 2 Knotenpunkte. Wo mal was im Anzug geht. Sauerstoff, Luft, Stasiszone. Sauerstoff, Luft. Kapazität und mehr Schaden. Komm. Ich liebe das Impulsgewehr. Ich weiß nicht warum. Mir gefällt das einfach. Best Weapon. I like it. Brennstoff für Flammenwerfer. Okay. Jeder hat so natürlich seine Vorzüge da, was das betrifft, ne? Da komme ich doch gar nicht durch. Achso, doch, wenn ich das da wegmache. Was war das denn für ein kleines Gefiesel? Credits. Credits nehmen wir immer. So, mal wieder Fahrstuhl fahren. Let's go.
Das ist wieder so ein Stase-Ding. Okay. Wir sind hier runtergekommen. Müssen da lang, alles klar. Gucken wir hier nochmal schnell rein. Was es hier so Nettes gibt. Stase-Pack. Okay, wie benutzt man die Dinge eigentlich? Habe ich gar nicht geguckt, ne? Ich habe ja, glaube ich, davon schon ein, zwei. Stellt die Stasis-Energie wieder her. Müsste ich mal gucken, was für eine Taste das ist. Bestimmt wieder bei der Medizin, ne? So, wir müssen da durch. Jetzt gucke ich aber hier noch rein, wenn ich das schon freigeräumt habe. Hm, muss ich ja lohnen. Was ist los? Ich erlöse dich, mein Freund. Okay. Munition, Munition. Okay. So. So, was haben wir hier noch? Da, ich höre schon wieder was. Tja, mein Freund, so nicht. Junge, was ist denn hier los? Achso, stimmt. Wir müssen ja das Ding vor dem Absturz bewahren. Sollten wir vielleicht mal nicht so rumtrödeln. Oder doch? Kurz schnell gucken, ob hier noch irgendwas ist. Wir haben doch Zeit. Credits. Wichtig. Warum ist das da so hell? Was mache ich da eigentlich? Warum laufe ich? Er schickt mich eh zurück. Ich will nur mal kurz gucken. Ich bin neugierig wie immer. Okay, jetzt sagt das Spiel, ich muss eh da rein. Aber irgendwas ist da jetzt gerade noch. Auf. Wow, da kommt was. Ja nett. So, jetzt kann ich endlich auch hier rein. Jetzt schickt er mich wieder hier hin. Eine Energie. Ja, das ist aber schlecht. Deswegen sollte ich wahrscheinlich in die andere Richtung, ne? Weil wenn ich da keine Energie drauf habe, kriegt man das natürlich nichts. Dann gehen wir doch mal in die vorgegebene Richtung.
artet ja ein Stress aus hier. Und jetzt müsste ich theoretisch da lang. Genau. Hier durch. Go, 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 go. Zum Maschinenraum. Hier kommen wir auch rein. Hier könnte ich auch wieder speichern. Ach, was? Was? Wir gehen einfach. Tapfer, wie wir sind. Ach, du ahnst es nicht. Oh shit, da ist noch einer. Nein! Jetzt bin ich echt verreckt. Nein, an den Kleinen! Ah. Shit. Mäh. Ich muss, hätte den Flammenwerfer rausholen müssen. Die haben mich aber echt schnell umgebracht, die kleinen Mäuse. Hey, wo kommst du denn jetzt her? Hey, von hinten? Wieso? Ich glaube, die Runde wird nix. Nein, da war noch eins von den Viechern, das habe ich gar nicht gesehen. Scheiße. Wieso waren die jetzt an dem hinteren Raum schon? Ah. Diese kleinen Mistviecher, die sind schlimmer als die großen, ey. Nochmal, weil es so schön war. Ich sehe das jetzt teilweise nicht, dass da ein Vieh auf mir hängt. Muss da besser drauf achten. Inch. Das war ja jetzt schlau. Meister Grimmdorn. Oh, shit. Ich glaube, jetzt habe ich's. Scheißendreck. Mein lieber Mann. Da machst du aber auch keine Freunde mit. Zündsequenz zu starten.
Energiezelle austauschen. Muss ja irgendwo eine Batterie rumfliegen oder so. Hoppla, Entschuldigung. Stromausfall im Triebwerk. Energiezelle austauschen, um die Zündsequenz zu starten. Energie erfordert zum Neustart der Triebwerke. So, lass mich mal gucken hier. Was muss man denn jetzt austauschen hier irgendwo? Was haben wir hier noch? Warnung, Stromausfall im Triebwerk. Energiezelle austauschen, um die Zündsequenz zu starten. Was ist das so eine Batterie-Dings da, oder? Ne, bin ich da doof? Nein? Hier hinten? Was ist das? Nix. Ah, warte mal, hier ist auch noch so ein Ding. Ach, hier ist, hier fehlt die Energiezelle. Wo haben wir die jetzt? Energiezelle, wo bist du denn? Warnung, Stromausfall im Triebwerk. Mhm. Energiezelle austauschen, um die Zündsequenz zu starten. Ist schon klar, hab verstanden. Jetzt bloß, wo ist diese Energiezelle aus der Geschichte hier oben vielleicht? Ah ja, da ist sie doch. Jetzt komme ich da echt nicht dran. Warnung, Stromausfall im Triebwerk. Energiezelle austauschen, um ja. Die Zündsequenz zu starten. Komm mit. Komm mit, mein Burschi. Die Mama nervt mich gerade. Oh, hoppla. Oh nein, nicht schon wieder. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Also noch mehr. Ah! Ah! Mama! Ich hab nichts mehr zu werfen, ne? Sehe ich gerade. Okay, da müssen wir da so durch. Ah. Oh, die sind doch nicht verrückt, die sind doch verrückt. Abschluss der Vollzündungsprüfung. Ui, ui, ui. Jetzt alle? Sehr gut. Ohne zu sterben? Wow. Bin ja begeistert. Warte mal, wo war denn jetzt das? Ach, da hinten. Da, 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 da. Triebwerk gelaufen, sehr gut. Und go. Ah, da war sogar noch so ein Ding hier, guck mal. Jetzt können wir zurück. Hi,
Isaac, es ist geschafft. Die Shimura bewegt sich. Hätte jemand die Triebwerke ganz gelassen, hätten wir uns das sparen können. Du hast uns genügend Zeit verschafft. Der Autopilot fliegt uns in eine geostationäre Umlaufbahn. Warte, du fliegst uns durch die Abbautrümmer? Dafür haben wir das Asteroidenabwehrsystem. Aber das AAS ist offline. Ich habe die Systemanzeigen hier. Armand, die Shimura ist ganz schön ramponiert. Es fehlt nicht mehr viel und sie ist hinüber. Scheiße. Daniels, gib mir alle Daten, die du hast. Ich versuche, den Kurs anzupassen. Deaktiviere die Abriegelung der Monorail im Maschinenraum. Ich öffne die Brückenstation. Wir treffen uns dort und arbeiten zusammen. Alles klar. Ja, liebe Leute, das war's dann auch in diesem Let's Play erstmal wieder. Danke wieder fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen. Und bis im nächsten Let's Play zum Dead Space Remake. Macht es gut!